Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen und ich freue mich besonders, dass Sie, Herr Menke, unsere Einladung nach München angenommen haben, um uns einen Einblick in Ihre jüngsten Forschungen zu geben. Christoph Menke gehört sicher zu den bedeutendsten Philosophen der Gegenwart und das war übrigens auch schon zumindest aus meiner Erfahrung vor ungefähr 25 Jahren der Fall. Da war ich nämlich Student der Philosophie an der Freien Universität Berlin und ich erinnere mich noch, wie ich zu einem Seminar von Menke zu Adornos ästhetischer Theorie ging und als ich ankam, schon so viele Studierende vor mir da waren, dass die erste Sitzung im Foyer stattfinden musste, des Instituts. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern. Menke stand, wenn ich mich richtig erinnere, auf irgendeiner Treppe und versuchte, etwas Ordnung in eine Sitzung mit mehr als 100 Studierenden zu bekommen. Ich erwähne das nur, um deutlich zu machen, dass Christoph Menke schon damals als jüngster Vertreter der Frankfurter Schule berühmt war und das heißt als Nachkomme derjenigen Schule angesehen wurde, die von Adorno und Horkheimer gegründet wurde und ohne die die Philosophie des 20. und 21. Jahrhunderts nicht zu denken ist. Im Zentrum des heutigen Abends steht der Liberalismus und das ist nicht nur irgendein Thema, über das man auch mal sprechen könnte, sondern es ist seit Jahren das Thema zahlreicher Konferenzen, Debatten und Publikationen. Und dafür gibt es einen Grund. Und der Grund liegt unter anderem in der Frage verwurzelt, ob wir eventuell zu liberal geworden sind. Und mit wir, in Anführungszeichen, meine ich sehr pauschal die Bürgerinnen und Bürger in den sogenannten westlichen Nationen. Denn scheinbar geraten die modernen, freiheitsliebenden Gesellschaften immer mehr unter einen normativen Druck darüber, wie die Texturen ihrer Lebensformen aussehen sollen. Was früher als selbstverständlich schien, muss heute begründet werden, aber jede Begründung kann nur wieder auf eine andere Begründung verweisen und so schreitet man entweder fort ad infinitum oder man kommt bis zu dem Punkt, wo zum Beispiel eine politische Figur wie Donald Trump die politische Bühne betritt und im Feld des Liberalismus als die Ausnahme erscheint, die man just im Liberalismus eigentlich nicht erwartet hätte. Mit anderen Worten, stillschweigende Voraussetzungen von Normen und Werten stehen heutzutage im Zeitalter des Liberalismus mehr und mehr zur Disposition und damit eventuell auch das unthematische Hintergrundwissen, das es braucht, damit ein Raum des Gebens und Nehmens von Gründen entstehen kann. Scheinbar waren die Gründungsväter des Liberalismus, Locke, Hume und Smith, noch zu ontisch in ihre Lebenswelt verschossen, das ist ein Begriff von Husserl, sodass sie gar nicht ahnen konnten, inwiefern mit den Worten von Marx und Engels tatsächlich scheinbar alles, ich zitiere das Kommunistische Manifest, alles Ständische, Stehende verdampfen kann, alles Heilige entweiht wird und die Menschen gezwungen sind, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Zitat Ende. Und vielleicht erleben wir ja das heute, dieses Blicken auf Gemeinschaftsstrukturen mit nüchternen Augen. Die Folgen dieser Verdampfungsprozesse sind zahlreich, denn was zum Beispiel früher als skandalös und antisozial wahrgenommen wurde, zum Beispiel Auftritte wie derjenige von Conchita Wurst beim Eurocontest 2014, gilt heute als prägendes Element zeitgenössischer liberaler Kultur. Neue Identitäten werden begrüßt und gefeiert, neue Freiheiten in Erziehung und Ausbildung teilweise vor Gericht erstritten, denn nun ist potenziell jede Kulturform, jede Identität scheinbar von Natur aus gut. Dieser postmoderne Prozess der Identitätsdiversifizierung ist jedoch nicht unbedingt etwas Befreiendes. Er kann nämlich auch für den Sieg eines neuen Relativismus im Namen des Liberalismus stehen. Was dieser Prozess der Diversifizierung nämlich eventuell nicht sieht, ist, dass er von stillen ontologischen und kulturellen Voraussetzungen ausgeht, die er selbst in Frage stellt. Das ideologische Erbe des weißen heterosexuellen Mannes, so ein Buch von de Blasi, oder der westlichen Kultur oder der jüdisch-christlichen Theologien soll zum Verstummen gebracht werden, polemisch gesagt. Damit verschwindet jedoch paradoxerweise zugleich der Verweis auf die abstrakte ideologische und phantasmatische Idee einer Totalität, die durch ihre ideologische Gewaltmacht auch als Maßstab erst Identitäten zu klassifizieren fähig ist. Der moderne Liberalismus kann diesen Gedanken scheinbar nicht denken. Oder aber doch, vielleicht kann er ihn denken.
Damit ist eventuell das Thema des heutigen Abends aufgerissen und ich freue mich eben, dass Christoph Menke uns seine Analyse des Liberalismus präsentieren wird. Christoph Menke lehrte unter anderem in Berlin, Konstanz, Potsdam und New York und ist heute Professor für praktische politische und Rechtsphilosophie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Ich denke, viele von Ihnen kennen das ein oder andere Buch von Menke, mit denen er seit den 1990er Jahren zu einem der führenden Intellektuellen der philosophischen Szene geworden ist. Herausragend sind seine Veröffentlichungen zur politischen Philosophie, zum deutschen Idealismus und zur Ästhetik. Menke zeigt in diesen Publikationen, dass es tatsächlich nicht nur möglich ist, die Tradition der kritischen Theorie weiterzuschreiben, sondern dass diese Art von Philosophie besonders in unserer Zeit ein größeres Desiderat ist, in der bestimmte Auswüchse der analytischen Philosophie sich immer mehr in eine neue Form der Scholastik verwandeln. Für die klassische Philosophie von Platon bis Kant und Hegel aber war Begriffsanalyse nicht einfach nur ein Spiel der Logik, sondern ohne den Bezug zur phänomenalen und politischen Wirklichkeit selbst ein völlig sinnloses Unterfangen. Menkes jüngstes Werk, das ich jedem empfehlen kann, Kritik der Rechte, stellt sich besonders den Leitthemen seiner bisherigen Forschung, nämlich der Frage von Subjektkonstitution in normativen Ordnungen. Darin analysiert er nämlich genau das, was uns heute das Selbstverständlichste unserer zweiten Natur geworden ist, unser Verständnis von individuellen, freiheitlichen Rechten und die Menke fast wie in einer Genealogie hinterfragt. Das Buch gehört für mich zum Besten, was Menke je geschrieben hat. Und dass ich mit dieser Einschätzung nicht ganz allein liege, zeigt nicht nur, dass das Buch überschwänglich gelobt wird, sondern es zeigt sich auch daran, dass es Menke den Ruf oder den Verruf eingebracht hat, ein verborgener Leninist zu sein. Ich weiß nicht, wie weit dieser Vorwurf an Sie gedrungen ist, aber ich habe ihn gehört. Menke hinterfragt in seinem Werk die Grundannahmen dieses unseren Selbstverständnisses und öffnet damit ein Fenster in unserer normativen Ordnung im Zeitalter des Liberalismus. Und ich hoffe, dass wir heute Abend einen kleinen Blick durch dieses Fenster werfen und unseren Blick erweitern können. Ja, vielen Dank, Herr von Kelde, für die Einführung. Sehr interessant. Wenn ich die Gabe der Flexibilität besäße, könnte ich jetzt meinen Vortrag gleich anders anfangen, weil Sie tatsächlich wichtige Stichworte genannt haben, die für meine Überlegungen heute Abend wichtig sind. Aber vielen Dank erstmal für die Einladung und wie gesagt für die sehr freundliche Einführung. Das Seminar hatte ich ganz vergessen, es war tatsächlich etwas albtraummäßig. Das war mein erstes Seminar in Berlin, es sollte über Adornos ästhetische Theorie gehen und aus irgendeinem Grunde hatten alle linken Gruppen sich entschieden, dieses Seminar als Plattform zu benutzen, um ihre Adorno-Kritik vorzuführen. Also, und ich kam aus dem beschaulichen Konstanz, wo man Seminare mit 5 Leuten hatte und da war es dann das Gegenteil. Also, ich spreche über über die Voraussetzung des Liberalismus, ich nenne das im Schatten der Verfassung, das ist eine Metapher, die ich mir von einem Frankfurter Kollegen aus der Jurisprudenz geborgt habe und die ich Ihnen gleich erläutern werde. Der Liberalismus ist eine Theorie und Praxis der öffentlichen Ordnung, die das Gemeinwesen auf einen ganz, muss man da hochgucken, auch auf einen ganz neuen, einen ganz anderen Grund stellt als alle Ordnungen, die ihm geschichtlich vorhergehen und auch als alle, die seine Herrschaft zu brechen versucht haben. Dieser Grund ist die Freiheit des Einzelnen. Der Liberalismus geht von der individuellen Freiheit aus. Er geht davon aus, dass der Einzelne frei ist, dass er das Vermögen der Freiheit besitzt. Die Freiheit, schreibt Hobbes, der wohl erste Liberale, ist eine natürliche Eigenschaft. Das Recht auf Freiheit, so Kant, ist daher angeboren. Die Personen, mit denen die liberale Ordnung rechnet, können, so Rawls, sich selbst bestimmen. Davon geht die liberale Ordnung aus. Dass es so ist, dass der Einzelne ein Vermögen der Freiheit besitzt, dass die Freiheit also ein Vermögen ist, und dass jeder Einzelne dieses Vermögen besitzt, ist für sie ein Faktum. Der Grund des Liberalismus ist kein Zweck oder Gut, der oder das nur durch die Politik verwirklicht werden könnte, sondern eine Tatsache, die er voraussetzt und sicherstellen will. Sicherung und Gewährleistung der Freiheit, die jeder schon hat,
oder besitzt, ist der Sinn der liberalen Ordnung. Die Kritik des Liberalismus, die ich im Folgenden zu skizzieren versuchen werde, zielt auf den Nachweis, dass sich die liberale Ordnung durch die Voraussetzung, die sie macht, selbst unterläuft. Denn was die liberale Ordnung als Tatsache voraussetzt, ist in Wahrheit ein praktischer Vollzug. Was liberale Ordnung als von selbst gegeben annimmt, muss in Wahrheit erst getan worden sein. Es ist nicht positiv da, sondern prozessual oder praktisch, also eine Vollzugsweise. Die Freiheit ist nicht eine Tatsache, sie ist eine Praxis, ein Vollzug. Und daher in einem bestimmten Sinn, den ich noch zu erläutern versuchen werde, in sich selbst politisch. Was die liberale Ordnung also in Wahrheit voraussetzen, ist gar nicht eine Tatsache, sondern ein Tun, eine Praxis, die nicht gegeben sein kann, sondern immer noch und immer erst noch vollzogen werden muss. Zugleich aber ist die Praxis, die durch die liberale Ordnung vorausgesetzt und im Voraussetzen zu einer bloßen Tatsache verdinglicht wird, der liberalen Ordnung entgegengesetzt. Die Praxis, die die liberale Ordnung voraussetzt, ist selbst nicht liberal. Eben deshalb verkehrt die liberale Ordnung diese Praxis in eine von selbst gegebene Tatsache, um ihre eigene Abhängigkeit, also die Abhängigkeit der liberalen Ordnung, vom Vollzug einer Praxis zu verdecken, die selber nicht von der Natur der liberalen Ordnung ist. Das ist die These. Ich möchte im Folgenden zeigen, dass diese Feststellung, die liberale Ordnung setzt eine nicht-liberale Praxis voraus, eine schlechte und eine gute Bedeutung hat, sie ist zugleich eine schlechte und eine gute Nachricht, so wie auch der Ausdruck nicht-liberal eine schlechte und eine gute Bedeutung hat. Dabei gehe ich in 4 Schritten vor. Im ersten Schritt erläutere ich die Logik der Voraussetzung, die die liberale Ordnung definiert. Der zweite Schritt formuliert die soeben bereits genannte These. Sie lautet noch einmal, dass die liberale Ordnung ihr eigenes, nicht liberales Gegenteil hervorbringt oder voraussetzt. Und im dritten und vierten Schritt wird diese These dann für 2 verschiedene Felder mit entgegengesetzten Konsequenzen durchgeführt. Den dritten Schritt lasse ich vielleicht weg oder fasse ihn zusammen, je nachdem, wie ich mit der Zeit bin. Also ich komme zuerst zu der These, was heißt von einer Voraussetzung des Liberalismus zu sprechen? Inwiefern ist es für den Liberalismus konstitutiv, eine Voraussetzung zu haben oder zu machen? Die Freiheitsvoraussetzung des Liberalismus steht im Zentrum der berühmten Apologie, die Ernst Wolfgang Böckenförde vor genau 50, also als ich geschrieben habe, war es 50, es ist 51 Jahre, formuliert hat und die inzwischen in Sonntagsreden aller Art fast zu Tode zitiert worden ist. Ich lese Ihnen die beiden entscheidenden Sätze trotzdem noch einmal vor, damit Sie sie wieder in Erinnerung bekommen. Der erste Satz ist der einzige kursiv gedruckte im ganzen Text, ist also ein wichtiger. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er um der Freiheit willen eingegangen ist. Zitat Ende. Man versteht nur, wie diese Apologie des Liberalismus argumentiert, ja, weshalb dies überhaupt eine Apologie des Liberalismus ist, wenn man die beiden Sätze im engen Zusammenhang liest. Birkenförders erster Satz beschreibt den liberalen Staat als abhängig von Voraussetzungen. Der liberale Staat kann sich nicht selbst setzen, er kann sich nicht aus eigenem oder nur aus eigenem erhalten. Ohne jede weitere Erläuterung ist das eine Trivialität. Denn von nicht selbst gesetzten Voraussetzungen abhängig zu sein, ist die Definition von allem Endlichen oder Sterblichen. Nur Gott kann alle seine Voraussetzungen selbst garantieren, nur er ist sein eigener Grund. Der Staat ist aber nach Hobbes Definition der sterbliche Gott, oder nach Hegels Definition der Gang Gottes in der Welt. Also offensichtlich gehört er in die Ordnung des Endlichen und dass er seine Voraussetzungen nicht selbst garantieren kann, ist insofern trivial. Erst durch Böckenfördes zweiten Satz erhält diese Einsicht in die Voraussetzungsabhängigkeit des liberalen Staates Brisanz. Denn dieser Satz beschreibt den scheinbar trivialen Umstand als das Ergebnis eines riskanten Einsatzes. Er nennt die Voraussetzungsabhängigkeit des liberalen Staates das große Wagnis,
das eher um der Freiheit willen eingegangen ist. Böckenförders Apologie präsentiert also den liberalen Staat als Resultat und zugleich Agenten eines Aktes freier Selbstbegrenzung. Die Abhängigkeit des liberalen Staates von Voraussetzungen, so hören wir Böckenförde hier seinem von Carl Schmitt beeindruckten und von dessen Schüler Ernst Forsthoff versammelten Publikum im Kloster Ebrach erklären, dort wurde das zum ersten Mal vorgetragen. Also die Abhängigkeit des liberalen Staates von Voraussetzungen ist nicht, wie es scheinen mag, von außen auferlegt. Der liberale Staat entspricht nicht nach Böckenförde dem liberalen Selbstverständnis, nachdem zuerst die bürgerliche Gesellschaft da war und dann auf dieser Grundlage und unter ihrer Voraussetzung ein Staat errichtet wurde, der keine andere Aufgabe hat, als die Freiheit der Einzelnen zu sichern. Sondern nach Böckenförde macht sich der liberale Staat selbst aus freier Entscheidung von Voraussetzungen abhängig. Der liberale Staat ist gleich zweifach frei. Er setzt sich aus eigener Freiheit die Freiheit der Einzelnen voraus. Böckenförders Apologie sieht also den liberalen Staat, wie man sagen könnte, in einer paradoxen Subjektposition. Der Staat wird zu einer von vorgegebenen Voraussetzungen abhängigen, also ebenso lebendigen wie sterblichen politischen Form, indem er sich selbst abhängig macht. Seine Abhängigkeit ist selbst gemacht. Aber nicht, wie Carl Schmitt dem Hobbeschen Leviathan vorgeworfen hatte, aus einem Fehler oder durch einen vermeidbaren Fehlgriff oder Fehltritt, sondern aus der bewussten Entscheidung für die Freiheit der Einzelnen, die nur dadurch und so möglich ist, dass sie für den Staat eine Voraussetzung ist. Darin, dies anzuerkennen, liegt nach Böckenförde der freiheitliche Charakter des Staates. Der liberale Staat ist genau und nichts anderes als der Staat, für den die Freiheit der Einzelnen eine Voraussetzung ist, von der er abhängt. Aber zugleich noch einmal ist es der Staat selbst, der diese Voraussetzung macht, der sich dadurch die Freiheit voraussetzt. In der liberalen Voraussetzung steckt also ein unauflösbarer Doppelsinn. Die Freiheit des Einzelnen ist die Setzung und das Voraus des Staates zugleich. Sie ist die Setzung durch den Staat, aber als ein Voraus vor dem Staat. Das ist der Kern des sogenannten Böckenförde-Theorems. Das sind die zwei Sätze, die ich Ihnen vorgelesen habe. Hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Das ist ganz interessant. Ich glaube, nicht viele Theoreme aus den Geisteswissenschaften haben das. Es definiert den liberalen Staat durch eine Doppelbewegung, die unauflösbar gegeneinander gerichtet ist. Und deshalb fungiert dieses Theorem bei Wikipedia auch zu Recht als Böckenförde-Dilemma. Denn wenn die Freiheit der Einzelnen einerseits die Voraussetzung des Staates ist, ist sie durch den Staat hervorgebracht. Es gibt sie nicht von selbst oder von Natur aus. Die individuelle Freiheit ist ein politischer Effekt. Aber zugleich ist die individuelle Freiheit dies nur, indem der dadurch liberale Staat sie sich als das voraussetzt, das er nicht zu produzieren und zu regulieren vermag. Das definiert die spezifische paradoxe Aktivitätsform des liberalen Staates. Er bringt hervor, indem er nicht hervorbringt. Seine Macht ist seine Ohnmacht oder die Macht zur Ohnmacht. Ich hatte schon gesagt, dass der unmittelbare Adressat und Gegner von Böckenfördes Argument Carl Schmitts Deutung des Liberalismus ist. Man muss sich das wirklich vorstellen, er sagt das vor 100 Schmittianern. Also die Forsthoff da in Ebrach zusammenbrachte, damit der arme Schmitt nicht alleine in Prettenberg immer sitzen musste. Nach dieser Deutung spielt sich im Liberalismus, nach Schmitts Deutung, die Tragödie des Staates ab. Die Überschrift über Schmitts Deutung des Liberalismus ist Tragödie des Staates. Der liberale Staat ist für Schmitt nichts anderes als der sterbende Staat. Der liberale Staat ist das Sterben, ja die aktive Vergiftung des Staates. Er pflanzt dem Staat, wie Schmitt sagte, den Todeskeim ein. Böckenfördes Umdeutung der liberalen Tragödie des Staates ist radikal. Sie erfolgt, könnte man sagen, aus dem Geist der dialektischen Tragödientheorie des deutschen Idealismus, die an den tragischen Helden nicht der Untergang, sondern die Freiheit fasziniert hat. Und zwar die Freiheit nicht nur, die zu ihrem Untergang führt, sondern die sie in ihrem Untergang bewahren, ja allererst erlangen. Freiheit im Untergang, das ist die Dialektik der Tragödie, die Böckenförde im liberalen Staat am Werk sieht. Der liberale Staat ist noch einmal der freie Vollzug des Untergangs eines Staates, der sich aus sich selbst heraussetzen und erhalten zu können behauptete.
Der liberale Staat ist die politische Affirmation der Begrenzung der Macht des Politischen. Daraus entsteht er und nur so besteht er. Das ist, so der zweite Satz des Böckenförde-Theorems, das große Wagnis, das der liberale Staat um der Freiheit willen eingegangen ist. Der liberale Staat geht also eine gefährliche Wette ein. Er setzt darauf, dass die Selbstbegrenzung seiner Macht die Freiheit der Einzelnen hervorgebracht haben wird. Ich komme nun zu meinem zweiten Teil, in dem ich aus dieser Interpretation von Böckenfördes Analyse der Voraussetzungslogik des Liberalismus entwickeln will, warum damit dem Liberalismus, der liberalen Ordnung, eine Krise eingeschrieben ist, für die sie selbst keine Lösung zu finden vermag. Mit dieser Krisenbehauptung endet Böckenfördes Text übrigens. Böckenfördes entscheidende Einsicht lautet, dass die Vorgegebenheit der Freiheit, noch einmal, von der liberale Staat ausgeht, seine eigene Voraussetzung ist. Der liberale Staat setzt sich die Freiheit des Einzelnen voraus. Der liberale Staat ist in seinem Bezug auf die vorgegebene Freiheit also selbst aktiv. Die Freiheit ist ihm nicht vorgegeben, sondern er gibt sie sich vor. Das bestimmt alles, was und wie der liberale Staat tätig ist. Er kann nur so tätig sein und auf gar keine andere Weise selber tätig werden, dass er die Vorgegebenheit der Freiheit produziert und damit reproduziert. Darin unterscheidet sich die Tätigkeitsform des liberalen Staates grundlegend von der seiner Vorgänger. Der vorliberale traditionelle Staat herrscht, aber der liberale regiert. Und zu regieren heißt, sich politisch auf eine uneinholbare Vorgegebenheit zu beziehen. Wie tut der liberale Staat das? Also wie regiert der liberale Staat? Was ist die spezifische Aktivitätsform liberaler Regierung? Was sind ihre Mittel und was ist ihr Resultat? Die These, die ich im Folgenden skizzieren möchte, besagt, dass das liberale Regieren von einer Logik der Gegenwendigkeit bestimmt ist. Die Aktivität des liberalen Regierens spaltet sich in sich selbst, sie wendet sich gegen sich selbst. Sie bringt aus sich selbst ihr Gegenteil hervor. Das liberale Regieren bringt ein anderes, in seiner Form nicht, ja vielleicht sogar antiliberales Regieren vor. Die These lautet mithin so: Die paradoxe Aktivität der Voraussetzung einer Gegebenheit oder der Setzung einer Vorgegebenheit, die nach Böckenfördes Einsicht die Logik des liberalen Staates definiert, entfaltet sich in dem Paradox der liberalen Regierung, die in ihrem Vollzug notwendig nicht liberal verfahren muss. Das Paradox der liberalen Regierung ist: liberales Regieren bringt nicht liberales Regieren hervor. Nun, um das verstehen zu können, warum das so ist und so sein muss, muss ich zunächst ganz kurz etwas über die Form liberalen Regierens sagen. Also, das heißt, was ist überhaupt liberales Regieren? Was definiert liberales Regieren in seiner Form? Wir haben gesehen, die Grundbestimmung der liberalen Regierungsaktivität besteht in der Voraussetzung der Freiheit. Das liberale Regieren verfährt so, dass es die Freiheit des Einzelnen voraussetzt. Diese Freiheit wird, wie Böckenförde sagt, im doppelten Sinn des Wortes vom Staat frei gegeben. Die Freiheit des Einzelnen wird ihm vom Staat gegeben, also durch den Staat hervorgebracht, indem sie vom Staat als ihm, dem Staat, vorgegeben und damit potenziell gegen ihn reklamierbar anerkannt wird. Das heißt aber nichts anderes, als dass die Gegebenheit der Freiheit für den Staat eine Kategorie der Geltung ist, also eine rechtliche Kategorie. Die Voraussetzung der individuellen Freiheit durch den Staat ist die Anerkennung ihrer Berechtigung, des individuellen Rechts auf Freiheit. So, in dieser Form, setzt sich der liberale Staat die individuelle Freiheit voraus. Also er macht nicht in dem Sinne eine wissenschaftliche Tatsachenbehauptung über das Wesen des Menschen, sondern er behandelt seine Subjekte so, dass er ihre Freiheit rechtlich anerkennt. Also indem er individuelle Rechte erklärt, anwendet und durchsetzt. Das liberale Regieren ist Regieren in der Form individueller Rechte. Die Festlegung des Regierens auf diese Form erfolgt durch die liberale Verfassung. Die liberale Verfassung legt fest, dass der Staat in der Form der Rechte regieren muss. Also er adressiert uns so, dass er uns als Träger
individueller Rechte behandelt. So regiert er uns und nicht anders. Dass der liberale Staat sich die Freiheit des Einzelnen voraussetzt, besagt also nichts anderes, als dass es im Regieren des liberalen Staates um den Schutz, die Garantie, die Auslegung und die Weiterentwicklung der Rechte jedes Einzelnen geht. Nochmal, die Grundbestimmung der liberalen Regierungsform ist Regierung durch gleiche individuelle Rechte. Dieser Formbestimmung der liberalen Regierung lässt sich nun auch ihr Paradox genauer begreifen. Dieses Paradox besteht, so lautete die These, darin, dass die liberale Regierung in ihrem Vollzug notwendig nicht liberal verfahren muss. Da die liberale Regierung durch die Form, wie ich gerade behauptet hatte, individueller gleicher Rechte bestimmt ist, bedeutet dies, dass sich, und das ist jetzt die Formulierung von Gunther Teubner, die ich in meinem Titel geborgt habe, im Schatten grundrechtlich geschützter Individualfreiheiten, also im Schatten der Verfassung, also der Schatten, den sie durch ihr Licht wirft und dadurch selbst hervorbringt, immer schon ein ganz anderes Regieren vollzieht, das nicht dieser Form gehorcht, das sich der Form gleicher individueller Rechte entzieht, außerhalb und gegen sie erfolgt, also eine nicht- oder antiliberale Regierungstätigkeit. Regieren durch Rechte schlägt in Regieren ohne und gegen individuelle Rechte um. Und das geschieht notwendig, also durch sich selbst, durch nichts anderes als die Form der Rechte selbst. Gut, lassen Sie mich nur die inhaltliche Begründung dafür skizzieren. Erstmal abstrakt und dann an einem Beispiel. Der Grund dafür ist, dass die liberale Regierung, die die individuelle Freiheit berechtigt, dadurch immer zugleich weiteren Regierungsbedarf produziert, den sie selbst nicht decken kann. Denn mit der liberalen Freigabe der Einzelnen, also der Freigabe der Freiheit der Einzelnen, stellt sich sofort die Frage nach ihren, wie Böckenförder es nannte, inneren Regulierungskräften. Die Freiheit wird freigegeben und sofort stellt sich die Frage, wie reguliert sich diese Freiheit, die freigegeben ist, eigentlich von innen heraus. Die rechtliche Ermächtigung der individuellen Freiheit ist daher nicht das Ende des Regierens, sondern der Anfang eines anderen Regierens. Weil das liberale Regieren in der Form der Rechte durch die Freigabe der Einzelnen zugleich Effekte der Regellosigkeit, der Ungeregeltheit produziert, die durch die Erfindung neuer, weiterer Rechte nicht behoben werden können, sondern nur in anderer Weise reproduziert werden, muss das liberale Regieren sich gegen sich selbst wenden und ein anderes Regieren hervorbringen, das die Freiheit immanent, nicht durch ihre rechtliche Ermächtigung von außen reguliert. Ja, also das liberale Regieren setzt die Freiheit frei, die Freiheit muss in sich selber produziert permanenten Regulierungsbedarf und dieser Regulierungsbedarf, den die Freiheit, die freigesetzt worden ist, in sich selbst produziert, kann nicht wieder durch die Form liberalen Regierens gedeckt werden, es wird also durch ein anderes Regieren gedeckt. Dieser Bedarf. Nur so kann der liberale Staat eine Antwort auf die nach Böckenförder entscheidende Frage geben, worauf er sich, wie er sagt, am Tag der Krise stützen will. Nicht mit dieser Frage, worauf stützt sich der liberale Staat am Tag der Krise? Mit dieser Frage endet der Text. Die Stütze des liberalen Staates, so möchte ich Böckenförder etwas forciert deuten, sind nicht liberale Formen der Regierung oder nicht liberale Formen der Regulierung der rechtlich vorausgesetzten Freiheit. So, jetzt überspringe ich tatsächlich, also das wollte ich jetzt an zwei Feldern zeigen, und zwar einmal dem Feld dessen, was in der Rechtstheorie der letzten Jahre unter Konstitutionalisierung des Sozialen diskutiert worden ist. Ich sage Ihnen nur ein Stichwort, worum es da geht, weil das eigentlich ein sehr aktuelles Anwendungsfeld ist. Die These ist, dass die liberalen Verfassungen so funktionieren, das ist die These von Gunther Teubner, dass sie immer nur Individuen Rechte zusprechen. Zugleich aber muss die liberale Verfassung davon ausgehen, dass diese Individuen, denen hier Rechte gegeben worden sind, untereinander so sich ins Verhältnis setzen, dass dabei sinnvolle soziale Zusammenhänge entstehen. Märkte zum Beispiel, ja, Versicherungszusammenhänge, irgendwas, ja, soziale Zusammenhänge, wechselseitigen Austausches, wechselseitige Kooperation und so weiter. Wenn Sie jetzt aber im Rechtstext nachlesen, im Verfassungstext, wo kommen da jetzt zum Beispiel diese sozialen Zusammenhänge vor, muss man sagen, gar nicht.
Ja, das heißt, die Verfassung adressiert uns als Individuen, drückt die Daumen, dass wir was Sinnvolles damit machen und hofft, dass dabei sich soziale funktionierende Zusammenhänge ergeben. Aber die sozial funktionierenden Zusammenhänge sind selber nicht Teil, die nicht Gegenstand, nicht Zielbestimmung der liberalen Politik, sofern sie sich als Liberale wirklich noch präsentiert, nämlich uns als Rechtssubjekte adressiert. Also muss permanent gibt es permanenten Regulierungsbedarf, es gibt permanenten Bedarf dafür zu sorgen, dass sich diese sozialen Zusammenhänge auch tatsächlich ausbilden. Nicht? Und deshalb, das nennt man die Politik der sozialen Konstitutionalisierung, der Sozialverfassung, die permanent unterhalb im Schatten der Verfassung stattfinden muss. Der Staat interveniert permanent in die sozialen Zusammenhänge, um ihr Funktionieren aufrechtzuerhalten, aber er tut das nicht mit liberalen Mitteln, nämlich mit den Mitteln individueller Rechte, sondern tut es interventionistisch, steuernd, organisierend, vorschreibend, begrenzend und so weiter. Das nennen die Soziologen dann teilweise den dritten Sektor, nicht, der sich zwischen den beiden Sektoren, die der Liberalismus nur kennt, nämlich Staat und Gesellschaft, zuträgt. Dazwischen findet eigentlich alles Interessante Politische statt, nämlich in der permanenten interventionistischen Organisation sozialer Zusammenhänge. Ein interessantes Beispiel dafür, also Hegel nannte das übrigens Polizei, nicht? Also das ist, Hegel hatte das auf dem Schirm, nicht, dass das die Form politischer Organisation der Gesellschaft ist. Ein interessantes Beispiel dafür aus der jüngeren Zeit ist die Finanzkrise und die Reaktion darauf. Es ist ja keineswegs so, dass man dem Märchen vom Neoliberalismus, der nicht reguliert, glauben darf, sondern wie Josef Vogel gezeigt hat in dem letzten Buch, der Souveränitätseffekt, oder ist es das vorletzte, haben wir es mit, wie er es nennt, proliferierenden Regierungskaskaden zu tun in diesem Feld. Ja, permanent werden neue Institutionen gebildet, permanent werden quasi staatliche Agenturen gebildet, die in diesem chaotischen Feld, das wir durch ökonomische Rechte freigesetzt haben, nun irgendwie sowas wie minimale Ordnung herstellen sollen. Wir haben also nicht einen Rückgang der Aktivität des Staates, sondern wir haben eine Überfülle an Aktivität des Staates, nur eben nicht in liberaler Form, also nicht so, dass die Idee gleicher und freier Rechte hier implementiert wird. Das wäre mein eines Beispiel gewesen, ja, dafür, wie Sie sehen können, wie die liberale Freisetzung ökonomischen Handelns permanent Regulierungsbedarf produziert, der nur so gedeckt werden kann, dass in nicht liberaler Weise organisierend interveniert wird in die so konstituierten sozialen Felder. Ich werde ein anderes Beispiel mit Ihnen diskutieren im letzten Teil meines Vortrags. Also ich hätte bisher eine erste Gestalt der Regulierung der Freiheit, die notwendig wird, betrachtet. Das wäre die Politik der sozialen Konstitutionalisierung gewesen. Ich lese Ihnen nur die Zusammenfassung vor, damit Sie dann meinen Übergang mitbekommen. Der Bildung sozialer Ordnungszusammenhänge, die polizeiliche Regierung, die sich in der bürgerlichen Gesellschaft abspielt. In ihr geht es nicht um die Gleichheit der Freiheit, um die es in der liberalen Regierungsform geht, sondern um die Herstellung von Verfassungen gesellschaftlicher Teilbereiche, die deren Bestand und Funktionieren gewährleisten sollen. Dabei ist immer zu befürchten, schreibt Teubner, ja zu erwarten, dass sich korrupte Verfassungsnormen ausbilden. Und damit meint er, dass diese Verfassungen gesellschaftlicher Teilbereiche nicht nach Regeln, nicht nach Prinzipien der Gleichheit und Freiheit erfolgen, sondern dass sie oktroyiert werden durch die jeweils monopolistischen Akteure in diesen Feldern. Ein gutes Beispiel dafür ist wahrscheinlich der gegenwärtige Prozess der Konstitutionalisierung der digitalen Kommunikation, der ja nicht in keiner Weise nach Prinzipien der Gleichheit und Freiheit erfolgt, sondern die durch die Machtmonopolisten im digitalen Feld gesteuert und kontrolliert wird. Durch die liberale Voraussetzung der individuellen Freiheit wird aber noch eine zweite, ganz andere Gestalt des nicht-liberalen Regierens hervorgebracht und wahrscheinlich auch dritte und vierte Gestalten, über die ich jetzt hier nichts zu sagen habe. Das ist diejenige, die Böckenförde vor allem im Blick hatte, als er von den inneren Regulierungskräften der Freiheit sprach, die der liberale Staat voraussetzen müsse. Böckenförde versteht diese Selbstregulierung der Freiheit, die immer geschehen muss, aber nicht liberal gemacht werden kann,
nicht wie in der bisherigen Erläuterung funktional, sondern normativ. Es bedarf demnach nach Böckenfelder der Selbstregulierung der Freiheit, weil die liberale Verfassung ihren normativen Grund nicht selbst legen kann, weil sie eine Begründungslücke hat. Denn was die liberale Regierung selbst hervorbringt, taugt nicht zu ihrer eigenen Begründung. Warum ist das so? Die liberale Ordnung ist hervorbringend, so haben wir gesehen, indem sie die Freiheit der Einzelnen berechtigt. Durch ihre Berechtigung bringt die liberale Ordnung die Freiheit der Einzelnen hervor. Aber diese Freiheit, die der liberale Staat erlaubt, ist bloß die Freiheit der Willkür oder der Wahl. Die Freiheit von der und durch die Regierung freizugeben, heißt, die Freiheit als Wahl- oder Willkürfreiheit zu bestimmen. Rechte zu haben bedeutet immer, sie so oder gar nicht, also nach eigenem Belieben ausüben zu können. Diese Freiheit bringt die liberale Ordnung hervor. Ja, sie bringt uns als freie Willkürsubjekte hervor. Aber diese Freiheit kann die liberale Ordnung selber nicht begründen. Sie kann nicht die Grundlage liefern für die liberale Ordnung. Denn die Freiheit der Willkür begründet überhaupt nichts. Die liberale Ordnung kann sich also genau deshalb nicht selbst begründen, weil sie in der Form individueller Rechte regiert. Die Form der Rechte produziert eine Begründungslücke, die nicht geschlossen werden kann. Am Tag der Krise, von dem Böckenförde spricht, weitet sich diese Lücke zu einer Kluft, kann sagen, zu einer Kluft der Grundlosigkeit, in die der liberale Staat zu stürzen droht. Nun, damit zeigt sich, was passieren müsste, also welche Selbstregulierung der Freiheit geschehen müsste, um den normativen Grund hervorzubringen, um die Freiheit als den normativen Grund verstehen zu können, den die liberale Regierung selbst nicht legen kann. Diese Regulierung der Freiheit müsste die Freiheit verwandeln. Sie müsste sie von einem Vermögen willkürlicher Wahl in die Freiheit politischer Selbstbestimmung oder Autonomie transformieren. Das freie Wollen nach eigenem Belieben, nach eigenen Vorlieben und dem eigenen Interesse müsste zum freien Wollen der Gleichheit der Freiheit werden. Nur durch eine solche Transformation der Freiheit werden die Subjekte hervorgebracht, auf die die liberale Ordnung sich stützen kann. Das ist die normative Gestalt der Selbstregulierung oder Selbstregierung der Freiheit, die die liberale Regierung voraussetzen muss, um die Krise abzuwenden, die sie selbst durch ihre Voraussetzung der individuellen Freiheit heraufbeschworen hat. Sie muss voraussetzen, dass durch die Transformation der individuellen Freiheit politische Subjekte gebildet werden. Ja, sie muss Politisierung voraussetzen. Aber wo und vor allem wie findet diese politische Subjektivierung, diese Verwandlung der Freiheit, sagen wir von einem Marktsubjekt in ein politisches Subjekt, vom Bourgeois in den Citoyen statt? Die geläufige Antwort des Liberalismus auf diese Frage lautet, dass sie in der oder durch die Kultur stattfindet. Ja, das ist die Rolle der Kultur im Liberalismus, warum Kultur wichtig ist. Kultur ist der Sammelname, den der liberale Staat den Prozessen der Subjektivierung gibt, für die er mit seinen Mitteln, dem Mittel des Rechts, nichts tun kann, von der er aber hoffen muss, dass sie sich immer schon und immer weiter gelingend vollziehen. Der liberale Staat setzt zu seiner Begründung auf die liberale Kultur. Welche Potenziale die liberale Kultur ausmachen, wird ganz unterschiedlich, ja entgegengesetzt verstanden. Traditionelle Liberale identifizieren sie mit der Erziehung zu Moral und Selbstverantwortung. Das geschieht in kulturellen Prozessen. Kommentaristen setzen auf die Gewohnheiten des Herzens oder die sinngebenden Narrative, die Gemeinschaften zusammenschließen. Postmoderne bourgeoise Ironiker, also Rorty, vertrauen auf die Fähigkeiten der Distanz gegenüber dem eigenen und der Empathie mit den anderen, die sich in ästhetischen Praktiken manifestieren sollen. Wie auch immer aber die liberale Kultur inhaltlich bestimmt wird, sie bleibt dabei die vorpolitische Voraussetzung der liberalen Politik. Und wie sehr auch die Kultur darin innerlich wie äußerlich prozessualisiert wird, sie bleibt für den liberalen Staat das von ihm passiv Vorausgesetzte, bloß rezeptiv, mehr oder weniger dankbar aufgenommene. Gerade die liberale Kultur ist also für den liberalen Staat wie Natur. Das, was von selbst geschieht oder nicht geschieht, kein Feld seines eigenen politischen Tuns.
Damit verkennt die liberale Ordnung aber das Entscheidende. Sie verkennt, dass die Kultur nur dann die Grundlage der liberalen Ordnung sein oder werden kann, wenn sich in ihr eine Volländerung vollzieht, die selbst das Ergebnis einer anderen Politik ist. Von sich aus ist Kultur überhaupt keine Basis für liberale Ordnung, sondern nur eine liberale Kultur, die eine freie Kultur ist oder geworden sein wird. Die Voraussetzung der Kultur als Grundlage des liberalen Staates wäre also zugleich die Voraussetzung einer nicht-liberalen Politik, die nämlich eine freie Kultur schaffen kann. Weshalb diese Voraussetzung notwendig ist und worin sie besteht, zeigt ein nochmaliger Blick auf Böckenförde. Das ist der letzte Blick in meinem Vortrag. Böckenförde sieht bekanntlich die vorpolitische Grundlage des liberalen Staates in den Antrieben und Bindungskräften, die der religiöse Glaube seinen Bürgern vermittelt. Die Stütze des liberalen Staates ist für Böckenförde die Religion. Das begründet er damit, dass die Religion eine Praxis der Subjektivierung ist, in der Subjekte gebildet werden, die nicht nach ihrem Belieben oder ihren Interessen, also nicht willkürlich, sondern nach ihrem Gewissen entscheiden. Ja, Gewissen ist hier das entscheidende Wort bei Böckenförde, die also das Vermögen normativer Selbstbeobachtung und normativer Selbstlenkung besitzen. Mit Hegel, auf den er sich beruft und den er hier ausführlich, also mehr oder weniger ausführlich ausbeutet, ist Böckenförde davon überzeugt, dass nicht durch, wie Hegel sagt, äußere Garantien den Gesetzen Stabilität verschafft werden könne. Das können nur, schreibt Hegel, die Gewissen der Subjekte, welche die Gesetze und darunter gehören die Garantien selbst handhaben sollen. Ihnen gegenüber, also im Vergleich zu den Gewissen der Subjekte, sind jene rechtlichen Garantien, wie Hegel schreibt, morsche Stützen. Also wo es keine Subjekte mit Gewissen gibt, gibt es keine politische Ordnung, die sich selbst zu erhalten vermag. Ein Gewissen aber, das sagt Böckenförde nicht, aber das sagt Hegel ausdrücklich und das weiß deshalb auch Böckenförde, haben Subjekte nicht von selbst. Es ist vielmehr das Ergebnis einer radikalen Selbstverwandlung, die sich nach Hegel bevorzugt oder vor allem in der religiösen Praxis vollzieht. Gewissensbildung, ja, vollzieht sich in der religiösen Praxis. Aber auch diese religiöse Praxis gibt es nach Hegel nicht von selbst. Es ist weder die Religion als solche, noch irgendeine Religion, gleichgültig welche, in der sich die befreiende Verwandlung des Subjekts vollzieht. Die Religion, die das zu leisten vermag, muss vielmehr selbst erst hervorgebracht werden. Ja, sie ist keine naturwüchsig gegebene Ressource, die so wie Bäume von selbst wächst, sondern sie muss gemacht werden. Und zwar gegen die alte Religion, die nach Hegel mit der Herrschaft im Bunde ist. Sagen wir, die Religion des Großinquisitors. Es bedarf also Hegels Ausdruck der Veränderung der Religion. So war es für Hegel eine furchtbare Torheit, nämlich der Franzosen, mit entsetzlichen Konsequenzen eine Revolution ohne eine Reformation, das heißt ohne eine andere Religion gemacht zu haben. Die politische Revolution, die den liberalen Staat hervorbringt, kann nur gelingen, wenn eine Reformation stattfindet, die es vermag, wie Hegel sagt, in die Tiefen des religiösen Geistes hinabzusteigen und ihn selbst zu seiner Wahrheit erst zu erheben. Zitat Ende. Nur eine radikal veränderte Religion könnte die Stütze des liberalen Staates sein. Hegels Einsicht, die Böckenförde nach meiner Lesart mitzitiert, besagt, damit die Religion, oder sagen wir ruhig allgemeiner die Kultur, wenn Sie es mit der Religion nicht so haben, die Grundlage des liberalen Staates werden kann, muss sie selbst erst frei geworden sein, zur Religion oder Kultur der Freiheit geworden sein. Sie muss dazu durch eine, wie gesagt, Reformation gemacht worden sein. Ja, dieses Machen der freien Religion, das ist der Punkt, auf den es hier ankommt. Es ist nichts, was von selbst existiert. Es bedarf daher einer Politik der Umwälzung derjenigen kulturellen und religiösen Praktiken, in denen Subjekte gebildet werden. Der liberale Staat bedarf einer Kulturrevolution. Das ist die zweite Gestalt nicht-liberaler Politik oder Regierung, die die liberale Ordnung im Schatten ihrer Verfassung übertönt vom Lärm der unaufhörlichen Erfindung neuer individueller Rechte vollziehen muss. Die liberale Ordnung kann die Subjektivität, in der sie sich gründet, nicht selbst hervorbringen. Sie muss voraussetzen, darauf wetten oder hoffen, dass sie woanders, vorstaatlich, in der Kultur oder durch die Religion hervorgebracht wird.
Aber die Kultur freier Subjektivierung gibt es nicht von selbst. Es bedarf, so Hegel, einer Veränderung der Kultur, also einer Politik der Veränderung. Ja, Politik hier als selbstbewusstes, reflexiven Vollzug einer Veränderung verstanden, also einer Politik der Veränderung der Kultur. Denn von selbst in ihrer tradierten Gestalt ist die Kultur wie die Religion mit der Herrschaft im Bunde. Sie muss zu einer Praxis der Freiheit erst gemacht werden. Diese Politik kultureller Reformation und Revolution kann nicht in liberaler Form, also nicht wieder durch individuelle Rechte erfolgen. Die liberale Politik kann also gerade für ihre entscheidende Voraussetzung, ihre normative Grundlage und Stütze selbst nichts tun. So wie sie die Verfassung der sozialen Teilbereiche den gesellschaftlichen Machtpositionen ausliefert, die sie nicht zu kontrollieren vermag, Google schreibt dann die Gesetze der Digitalkommunikationsverfassung, so überlässt sie die Prozesse der Subjektivierung den herrschenden kulturellen und religiösen Mächten. Ob sie sich, also die Prozesse der Subjektivierung, als Prozesse der Befreiung vollziehen oder die Muster der Herrschaft reproduzieren, ist der liberalen Politik selbst entzogen. Genauer, diese Frage hat die liberale Politik sich ihrer Macht selbst entzogen. Sie hat sich selber entmächtigt gegenüber dieser entscheidenden Frage. Ich komme zum Schluss. Der Schlussstand der Frage, wohin führt diese Kritik des Liberalismus? Das aber kurz. Die kritische Analyse der liberalen Ordnung, die ich im Anschluss an Böckenfeldes Dilemma und wahrscheinlich gegen seine theoretischen und politischen Absichten skizziert habe, zielt also auf den Aufweis, das haben Sie gemerkt, ihres Selbstwiderspruchs. Die liberale Ordnung definiert das Regieren als gleiche Berechtigung der individuellen Freiheit, aber sie muss in seinem Schatten ein anderes Regieren vollziehen, dessen Kräfte, Logiken und Dynamiken sie nicht ausweist, weil sie dem liberalen Begriff legitimer Politik widerspricht. Die liberale Ordnung setzt damit voraus, was sie aussetzt. Durch ihre Voraussetzung betreibt sie selbst die Aussetzung ihrer Normativität. Der Liberalismus betreibt seine eigene Negation. Aber mit dieser kritischen Feststellung ist die entscheidende politische Frage noch gar nicht gestellt. Sie klärt nur, wie sie richtig formuliert werden muss. Die politische Frage kann nicht lauten, bist du für oder gegen den Liberalismus? Also lassen Sie sich das nicht einreden, das ist nicht die richtige Frage. Denn wenn der Liberalismus selbst widersprüchlich, also seine eigene Negation ist, heißt für den Liberalismus zu sein, gegen ihn zu sein. Und gegen den Liberalismus zu sein, heißt für ihn zu sein. Wer für den Liberalismus ist, ist damit, ob er es will oder nicht, auch für die nicht-liberale Politik, die er voraussetzt, also gegen den Liberalismus. Und wer für eine nicht-liberale Politik ist, ist damit für genau die Politik, die der Liberalismus selbst voraussetzt, ist also für den Liberalismus. Wenn die kritische Analyse richtig ist und die liberale Ordnung sich selbst widerspricht oder negiert, dann lautet die entscheidende Frage nicht für oder gegen den Liberalismus, sondern sie lautet, wie die Negation des Liberalismus richtig zu vollziehen ist. Weil sie ja sowieso passiert im Liberalismus. Aber wir können uns zu ihr nochmal verhalten und uns fragen, gibt es eine gute und eine schlechte Form, diese Negation des Liberalismus zu vollziehen? Dahin also führt die kritische Analyse der liberalen Ordnung. Sie zielt darauf, das nicht-liberale Regieren, das sie voraussetzt, aus der Latenz zu holen, aus dem Schatten zu ziehen, Licht in den Schatten zu bringen, es zum Gegenstand einer Entscheidung zu machen, also könnte man sagen, das nicht-liberale Regieren zu politisieren. Ja, weil wenn das, worüber wir entscheiden können, zumindest wenn es wir ist, die darüber entscheiden, eine politische Frage ist. Die Frage lautet, was negiert das nicht-liberale Regieren? Ja, worauf bezieht sich das nicht-liberal? Was ist eigentlich das genau, was hier das Nicht-Liberale am Liberalismus negiert? Gut, es negiert den Liberalismus. Der Liberalismus, hatte ich gesagt, ist die Ordnung, die die Idee der Gleichheit der Freiheit durch die Form individueller Rechte realisieren will. Die Negation des Liberalismus kann sich daher entweder gegen die Idee der Gleichheit der Freiheit oder gegen die Form der individuellen Rechte richten. Ja, wir haben zwei Teile im Liberalismus, Idee gleicher Freiheit, und wir haben die Form individueller Rechte. Die Negation des Liberalismus kann entweder eins oder zwei betreffen. Im ersten Fall ist das nicht-liberale Regieren unfrei und anti-egalitär. Im zweiten Fall ist es eine andere Politik der Gleichheit und Freiheit. Das Grundproblem oder der Grundmangel der liberalen Ordnung besteht darin,
dass Sie zu dieser entscheidenden Frage, ob das nicht-liberale Regieren, in dem gesellschaftliche Ordnungszusammenhänge verfasst und Subjekte hervorgebracht werden, frei und egalitär oder aber autoritär und ungleich vollzogen wird, nichts beizutragen hat. Also Kapitulation ihrer Normativität angesichts der Wirklichkeit des Regierens, die sie selbst hervorbringt. Diese Frage wird jenseits der liberalen Ordnung entschieden. In diesem Sinne führt die Kritik des Liberalismus über den Liberalismus hinaus. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für den inspirierenden Vortrag. Bei uns sieht es in der Regel so aus, dass wir jetzt noch eine halbe Stunde zur freien Diskussion haben und ich bitte Sie dann einfach aufzuzeigen, ich notiere mir Ihre Zeichen. Ich bitte nicht um allzu lange Fragen oder Co-Referate, sondern knapp und bündig, damit wir möglichst viele Fragen stellen und beantwortet bekommen. Und dann werden wir mehr oder weniger pünktlich um 20.30 Uhr aufhören. Herr Fetz. Ja, vielen Dank für den wirklich faszinierenden Vortrag. Sie sprachen davon, dass das liberale Regieren zugleich das nicht-liberale Regieren widersprüchlicherweise hervorbringt und haben zum Beispiel dann die seniorale Macht bei Josef Vogel gebracht und eben diese ganzen so sozialen Zusammenhänge und Verhältnisse, die dann vielleicht sogar nur noch Herrschaftscharakter und gar nicht mehr Regierungscharakter haben. Und ich frage mich, ich sehe dort vielleicht einen noch radikaleren Punkt, der darin besteht, dass das liberale Regieren durch Rechte, wie Sie ja sagen, dazu führt, dass bestimmten Gruppen oder bestimmten Individuen plötzlich diese Rechte dann auch komplett vorenthalten werden. Also diese Entrechtung, die man zum Beispiel in Hegels Begriff des Pöbels sehen würde oder so, wo müsste man das in Ihrer Heuristik einordnen oder wo ist der Ort dafür? Ja, gute Frage. Also keine gute Antwort. Auf gute Fragen gibt es ja nie direkt eine gute Antwort. Also ich glaube, das müsste man bis zu dem Punkt weitertreiben, das stimmt. Ich frage mich, wo man diese Dynamik ansetzen muss. Ich denke, dass man sie ansetzen muss tatsächlich auf der Ebene des polizeilichen, nicht, Regierens. Also ich glaube nicht, dass man alleine durch eine Analyse der Normativität liberaler Verfassung aus ihr allein schon ableiten kann, dass es notwendigerweise zu Ausschlüssen kommt. Ich glaube, die Ausschlüsse, also diese radikalen Exklusionen, diese radikalen Entrechtungen, ja, von denen Sie sprechen, die Dynamik, die denen zugrunde liegt, finden wir, glaube ich, auf der anderen Ebene. Und wenn man das Pöbelbeispiel mal nimmt, nicht, also dann ist es ja so, dass die Polizei die Erfahrung macht, dass es Pöbel gibt. Ja, das heißt, die Ebene, wo Hegel die Pöbel-Konstruktion, also die Begegnung mit dem Pöbel ansetzt, ist die Politik, die die Polizei vollzieht. Nämlich die Polizei versucht, das ist bei Hegel die Idee, er nennt Polizei so etwas wie Wirtschaftsverfassung, ja? Also regulierende staatliche Institutionen, die in ökonomischen Zusammenhängen so zu ordnen, zu versuchen, dass sie irgendwie einigermaßen funktionieren. Ja? Und auf dieser Ebene stellt sich dann heraus, dass diese ökonomischen Prozesse Ausschuss produzieren. Das heißt, solche produzieren, die radikal unfähig sind. Ja, radikal unfähig sind, an den hier etablierten ökonomischen Zusammenhängen so teilzunehmen, dass sie dadurch ihre Reproduktion selber zu garantieren vermögen. Nicht? Und das ist die Ebene, in der zunächst mal diese radikale Entsubjektivierung stattfindet, also im ökonomischen Feld. Ja. Und dann müsste man sich überlegen, glaube ich, wenn man Ihrem Gedanken jetzt folgt, wie schlägt diese ökonomische Produktion, also im ökonomischen Feld geschehende Produktion von Ausschuss, ja, im Sinne von Pöbel, auf die rechtlich normative Ebene durch. Ja, das heißt, wie kommt es dazu, dass dadurch Unfähigkeit zur Partizipation am Sozialen so produziert wird, damit auch radikale Entrechtung produziert wird. Ich meine, für bestimmte Rechte sieht man das ziemlich schnell.
Wenn Sie mal sich mal eine deprimierende Lektüre leisten wollen, dann lesen Sie das sogenannte Hartz-IV-Gesetz, nicht? In dem schon in den Präambeln steht, dass es dazu da ist, solche zu produzieren, die radikal herausfallen werden. Ja, es ist ein Gesetz, das mit der Möglichkeit rechnet, dass es solche gibt, die sich diesen Wohltaten entziehen, die also nicht mitmachen werden, die sich nicht befähigen lassen und die dann eben auch keine sozialen Rechte mehr haben. Also den Herausfall aus dieser Kategorie der Rechte ist geradezu dort vorgesehen. Jetzt müsste man fragen, die Frage, ich glaube, Sie meinten das noch weitergehen, und da müsste ich jetzt passen, glaube ich, also wie man jetzt von dieser, also den Rückschlag, das ist, glaube ich, die gute, also eine gute Denkaufgabe hier, oder eine gute Aufgabe zum Weiterdenken, den Rückschlag sozusagen Produktion von Subjekten, die nicht mehr soziale Teilnehmer sind, in der Ebene des Polizeilichen auf die normative Ordnung selbst. Wie muss man den genau verstehen? Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Ja, Herr Weiß, gibt es ein Mikro da oben? Ah ja, schön. Hört man? Ja, jetzt. Genau. Ja, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich fand Ihre Kritik des Liberalismus sehr überzeugend, habe aber noch ein paar Fragen in Bezug auf den ja eher so etwas angeteaserten Gegenvorschlag. Und zwar, Sie haben viel davon gesprochen, dass es transformative Prozesse gibt oder geben muss, die im kulturellen oder gesellschaftlichen Bereich stattfinden und deren Deregulierung durch eine liberale Politik eben nicht einfach dazu führt, dass sie von selbst stattfinden, sondern Sie haben gesagt, sie müssen gemacht werden. Und meine Frage, wer lassen sich solche Prozesse denn machen? Also gibt es dabei nicht in gewisser Weise eine Initiative, die durch Taten, Handlungen von Einzelnen ausgeht, die sich im Rahmen einer strukturierenden Ordnung eben auch nicht von selbst ergibt oder die eben auch nicht hinreichend dafür ist? Und der Hintergrund, warum ich das frage, ist, dass eben diese Konzeption von einer Verwandlung, die gleichsam das Geschehen in ein Freiheitsgeschehen verwandelt, bei Hegel sehr prominent ist, aber die man zum Beispiel aus einer Perspektive von Adorno, der vom Vorrang des Objekts, oder dem späten Schelling, der eben vom Vorrang des Seins über das vernünftige Verfassungsprinzip ganz explizit auch im Kontext von Staaten spricht, vielleicht als ein selbst wieder zu kurz greifender Vorschlag wirkt. Ich habe das Adjektiv nicht verstanden, als ein? Zu kurz greifender Vorschlag wirkt. Also dass strukturierte Ordnung für sich diese Verwandlungsprozesse macht. Eigentlich wollte ich gar nicht, also ich will schon einen Vorschlag machen, aber nicht hier. Ja? Also das war nicht mein primäres Ziel, aber ich glaube, ich will das nicht abtun. Ich sage auch gleich noch was zu der Lektüre, zu dem Problem, das sich aus Ihrer Lektüreperspektive ergibt. Ich wollte zunächst mal nur sagen, ob der liberale Staat nun will oder nicht, er setzt voraus, dass es solche Transformationen im kulturellen oder religiösen zum Beispiel Bereich gibt. Ja, das ist zunächst mal nur eine Analyse dessen, was er in Anspruch nimmt. Ja. Und dann ist die weitere Frage, was heißt das denn, in Anspruch zu nehmen? Ja, das heißt, er kann natürlich sagen, klar, das soll irgendwie von selbst geschehen. Ja, aber kann man ja mal ein bisschen weiterdenken, was heißt das, geschieht von selbst? Ja, das heißt, es gibt offensichtlich im kulturellen Bereich, im religiösen Bereich Aktivitäten, ja, die entweder darauf zielen, zum Beispiel die Religion als eine Religion der Herrschaftssicherung zu verstehen. Ja, also denken Sie an den Großinquisitor bei Dostojewski, ja, dafür ist Religion da, ja, hier das abzustützen. Oder die Religion neu interpretieren, uminterpretieren, anders praktizieren, sodass sie ein Medium von Befreiungsprozessen ist. Ja, das ist ja nicht einfach, was irgendwie sich von selbst geschieht. Das scheint nur von selbst zu geschehen, wenn ich staatsfixiert bin. Ja, wenn ich vom Staat aus gucke, dann sind das alles Dinge, die irgendwie von selbst geschehen. Aber sie geschehen durch Aktivitäten, Planungen, Überlegungen, Interventionen von Subjekten, ja, die meistens kollektiv verfassten Subjekten auch. Ja. Und ich denke, an dieser Stelle, insofern weiß ich nicht, glaube ich, hier einen Vorschlag mache, möchte ich nur sagen, jetzt gucken wir uns mal diese Prozesse genauer an. Ja, und wenn wir sie uns angucken, würde ich sagen,
können wir gar nicht anders, als sie als eine andere Form der Politik zu betrachten. Also nicht eine staatliche Form der Politik, nicht eine staatsförmige Form der Politik, aber auch nicht einfach als naturwüchsige Prozesse oder auch nicht nur als private Zusammenhänge, sondern sie haben eine politische Qualität, weil sie, noch einmal, von Kollektiven vollzogen werden, in denen sie sich selbst regieren, in denen sie über sich selber verfügen, sich selber zu lenken und zu denken versuchen. Ja, wie Durkheim sagt, das Einzige, was die Politik tut, ist denken. Ja, das heißt, sie versucht sich selbst, in der Politik versuchen wir uns zu denken, ja, und damit zu lenken. Diese Prozesse interessieren mich. Welche Art von Politizität trägt sich dazu? Nicht? Und wie kann diese Art von Politik, die immer passiert, selber nochmal so gedacht werden, dass hier die im Prinzip ja vollkommen richtige Normativität der liberalen Verfassung, nämlich Gleichheit der Freiheit, zur Geltung gebracht werden kann. Ja, das heißt, diese Politik findet sowieso statt, das ist gar nicht mein Vorschlag, sondern mein Vorschlag wäre nur zu sagen, oder wenn es überhaupt einen Vorschlag gibt, ist zu sagen, sie findet in einer Alternative statt. Ja, also eine Politik der Freiheit oder eine Politik der Herrschaft. Und diese Alternative müssen wir versuchen zu verstehen und zu durchdenken und nicht als etwas Naturwüchsiges hinzunehmen. Wir heißt jetzt nicht wir Staat, sondern ja, wir Gemeinwesen. Also der Vorschlag war sozusagen, den ich da herausgehört habe, dass diese Initiative dann letztlich in einer nicht in diesem Sinne liberalen Politik dann doch wieder an das Kollektiv oder an den staatlichen Zusammenhang übergeht, da habe ich zu viel reininterpretiert sozusagen. Naja, vielleicht, ja, nee, interpretieren Sie rein. Also ja, doch, doch, ich glaube schon, dass in der Hinsicht stimmt das. Ich glaube, jetzt habe ich zu defensiv geantwortet. Doch, ich glaube schon, wir müssen über Mechanismen nachdenken, in dem wir, also als verfasstes politisches Kollektiv, in diese Prozesse reinregieren. In diese Prozesse reinregieren und in ihnen die Grundidee gleiche Freiheit zur Geltung zu bringen, zu versuchen, die Grundidee der politischen Ordnung ist. Das heißt, wir müssen diese Prozesse zu steuern versuchen. Und das ist eine nicht-liberale Intervention. Ja, doch. Sind natürlich kontingenzbehaftet, okay. Diese Prozesse. Ja, das war sehr hilfreich. Gibt es noch Fragen im Publikum? Ich hätte auch noch einige. Ja, bitte. Bitte schön, ach ja genau, Mikro und dann schön laut. Wenn man jetzt diese Gedanken nicht ganz aktuell politisch sieht, sondern irgendwie versucht, historisch zurückzuverfolgen, könnte man darin nicht sogar so eine Art zweiten Weber ausmachen, so eine Art zweite Protestantismus-These, die irgendwie sagt, ja, also bevor wir überhaupt einen liberalen Staat denken können, müssen wir eine liberale Kultur denken, das heißt eine reformierte Religion, die sich bereits von Herrschaften und von Hierarchien freigemacht hat und nur noch das reformierte, das freie Gewissen, das Subjekt quasi sieht und dadurch auch erschaffen hat. Also das würde ja zu dem fast schon ironischen Faktum führen, dass wir dann zwei sehr, sehr wichtige oder fast die Merkmale unserer Realität, nämlich den Kapitalismus und auch den Liberalismus, quasi durch eine Berufung auf den Kulturprotestantismus oder den Protestantismus an sich rechtfertigen und sagen, guck mal, das ist dadurch entstanden. Ja, also ich bin eigentlich kein Fan dieser Protestantismus-These. Ich weiß noch nicht, ob ich mich auf die notwendigerweise festgelegt habe, weil an der Weber-These gefällt mir oder finde ich unüberzeugend den Punkt, den wir gerade auch nochmal diskutiert haben, nämlich, dass es, also jetzt ein bisschen, also jetzt Noten zu verteilen gegenüber Max Weber ist ein bisschen komisch jetzt, aber wenn ich das kritisch mal kurz zusammenfasse, würde ich sagen, was ich daran unüberzeugend finde, ist die Frage oder der Ausfall der spezifischen Handlungsform dieser Transformation. Ja, also die Frage, die Hegel ausdrücklich stellt, auf die er, finde ich, auch keine gute Antwort hat, ist doch die Frage, wie macht man denn sowas? Und wer macht das? Ja, oder ist es einfach Evolution? Ja, also
so wie in der Natur die Dinge sich von selbst verändern, so haben sich irgendwie auch in der Geschichte Dinge von selbst verändert. Und wenn wir Glück haben, geht es in Richtung Freiheit. Wenn wir Pech haben, geht es in Richtung Herrschaft. So will man das ja, glaube ich, nicht denken. Sondern das ist die Frage, die mich eigentlich interessiert. Was für eine Art von Handlungsform ist die Transformation, das ist Hegels Obsession in den frühen Texten auch, von einer Religion der Herrschaft in eine Religion der Freiheit? Wie kann das gemacht werden? Ja, das würde ich sagen, das meinte ich mit Politik. Ja, das ist eine bestimmte Art von Politizität, die hier stattfindet, ja, weil es eben nicht einfach nur ein Geschehen ist, sondern weil es gedacht ist. Und das weiß ich nicht, ob Weber das so sehen würde, dass das die richtige Beschreibung ist. Und wenn er so sieht, wüsste ich nicht genau, wie er diese Handlungsform für uns analysieren würde oder beschreiben würde. Aber das ist die Frage, die mich eigentlich interessiert. Was für eine Praxis ist diese Art von Selbsttransformation kultureller, religiöser Praktiken zum Beispiel, aber vielleicht auch noch anderer, in Praktiken der Freiheit? Und damit, das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis gewesen, damit rücken diese Praktiken aus der Position der selbstverständlichen Voraussetzung eben gerade heraus. Ja, wir können sie nicht als etwas sehen, das wir voraussetzen können, weil dann müssen wir auch hinnehmen, wenn sie eben misslingen. Wir müssen sagen, Pech gehabt. Ja. Bei uns gibt es eben keine Reformation, sondern bei uns drehen die Leute das alles zurück. Und dann kann man nur sagen, ja, dann geht eben alles schief. Ja. Sondern die Frage ist, was könnte es heißen, für diese Prozesse selber so etwas wie eine politische Subjektivität, eine politische Verantwortung zu denken? Also aus der Position der Voraussetzung, der unserer machtentzogenen Voraussetzung herauszunehmen. Insofern ist es in der Konsequenz eigentlich genau das Gegenteil der Position, die Sie gerade nochmal, also es ist eine sehr einflussreiche Position, die Sie rekonstruiert haben. Mir scheint, dass eigentlich die Böckenförde-Analyse, wenn man sie zu Ende treibt, auf diese Konsequenz hinaus treibt. Ich stelle auch noch mal eine Frage. Also ich verstehe sehr gut die Analyse, die Sie machen, und dann irgendwie auch klar, auch mit Schmidt, die Aporien des Liberalismus offenlegen. Und ich verstehe auch diese Kluft, die es gibt, einerseits eine rein formal gedachte Rechtsstruktur, für die der Staat steht, der keine inhaltlichen Vorgaben geben möchte, und gleichzeitig dann den freien Akteuren im Bereich der Gesellschaft oder der Zivilgesellschaften dann die Inhalte auszubuchstabieren oder auszugestalten und darin seine Aufgabe sieht, zu vermitteln. Und eventuell, so habe ich jetzt Ihre Antwort gegenüber den Herrn Weiß verstanden, dass Sie dafür ein Plädoyer halten, dass auch da Politik irgendwie bereichert die zivilgesellschaftlichen Agenten, keine Ahnung, sich möglichst nicht rein naturwüchsig zu entfalten, sondern irgendwie da Anhilfen bekommen, sodass dann doch es eine kleine eine Rückbindung von Inhalten gibt, die nicht einfach nur naturwüchsig ganz chaotisch sind gegenüber einem vollkommen sich rein formal verhaltenden Staat. Nun habe ich aber den Eindruck, dass wir doch mehr oder weniger in bestimmten liberalen Gesellschaften immer sehr stark auch von dieser Naturwüchsigkeit geprägt sind. In Europa ist das vielleicht durch das textuelle Geflecht unserer Tradition vielleicht noch nicht ersichtlich, aber in den USA erscheint mir das sehr stark. Und da habe ich doch den Eindruck, dass hier der Liberalismus an seine Grenzen stößt und eben auch das nicht mehr einfordern kann, was Sie eigentlich einfordern, weil dafür die kollektive Textur schon nicht mehr, keine Ressourcen mehr bietet. Und ich finde, das ist eigentlich die wichtige Frage, die für mich wichtige Frage, was passiert dann? Also wenn die Batterien leer sind, der kollektiven Textur, auch innerhalb der Zivilgesellschaft, die selber gar nicht mehr weiß, ja, weil es sozusagen die dogmatische, phantasmatische, ideologische Tradition gar nicht mehr gibt, weil die ist nämlich auch schon durch Liberalismus eventuell energiearm geworden, was in diesen Situationen dann passiert. Weil ich habe den Eindruck, das ist eigentlich die Dramatik, die ich irgendwie so in einzelnen Momenten erlebe, wo ich den Eindruck habe, ja, vielleicht ist der Liberalismus doch nicht das letzte, die letzte Bastion, sondern wir brauchen den Großinquisitor, jetzt eine Stärkung dieser Position.
Deswegen für mich nochmal die Frage, sehen Sie eine solche Gefahr oder glauben Sie, dass Sie mit Ihrem Optimismus dagegen kommen? Und falls nicht, was käme nach dem Liberalismus? Das ist interessant, ich bin, glaube ich, noch nie des Optimismus geziehen worden. Nein, ich bin total unoptimistisch da. Ich meine, ich wollte eine Aporie, eine Paradox aufzeigen. Ja? Das heißt, aber ein Paradox jetzt nicht der Art, dass, also ein Paradox der Art, dass der Liberalismus selber, also nicht in dieser Voraussetzungsoperation, die ich rekonstruiert habe, nicht sich abhängig macht von Prozessen, die er als Stütze in Anspruch nehmen muss, aber ihm selbst überhaupt vollkommen entzogen ist, ob sie diese Stütze sein können. Das scheint mir, das steuert auf das zu, was Birkenfelder den Tag der Krise nennt. Ja, das heißt, an dem sich erweisen kann, dass diese Stütze nicht mehr da ist. Und ja, der kann kommen. Natürlich kann der kommen. Der ist, glaube ich, auch nicht so weit weg. Also nein, der kann kommen. Der ja. Kann ich will den nur anders beschreiben, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, als Habermas. Ja? Also ich würde nicht beschreiben als Verlust semantischer Potenziale der Deutung, der Selbstdeutung. Weil da könnte der Liberalismus sagen, na, mit semantischen Potenzialen der Selbstdeutung, damit kann ich nichts anfangen. Ja? Der Liberal, ich erwarte vom liberalen Staat nicht Sinnstiftung. Ich erwarte auch von einer politischen Ordnung, die jetzt gar nicht in dem Sinne liberal ist, dass sich der Form der Rechte bedient, sondern von einer politischen Ordnung, die sich der Gleichheit und Freiheit verschreibt, brauchen wir keine Sinnstiftung. Das ist gar nicht das Problem. Was wir brauchen, ist Freiheit. Ja, das heißt, sind kulturelle Sozialisierungsprozesse, Subjektivierungsprozesse, die tatsächlich Freiheitssubjekte hervorbringen. Ja, das heißt, der liberale Staat hat nicht deshalb ein Problem, weil er begrenzt ist eben auf eine normative öffentliche Ordnung, die leider nicht mehr sinnstiftend sein kann oder so etwas. Ja. Sondern der liberale Staat hat deshalb ein Problem, weil er als öffentliche Ordnung das nicht produzieren kann, ohne dass es überhaupt keine öffentliche Ordnung gibt. Also keine freiheitliche Ordnung, nämlich freiheitliche Subjekte. Nicht? Also es ist nicht was Fremdes wie Sinn, ja, der ihm das empfiehlt, sondern es ist was er ins Zentrum seiner Theorie oder seiner Ideologie stellt, nämlich Freiheit, die ihm abhanden kommt. Also wahre Freiheit, also nicht die Freiheit des Marktsubjekts allein, braucht man sich keine Sorgen machen, sondern die Freiheit, man die Freiheit zur subjektiven Selbstbestimmung, zur Autonomie nennen kann. Irgendwie in der Lage zu sein, sich selbst zu denken und sein Leben zu lenken, ja, und an kollektiven Prozessen teilzunehmen. Also die politische Freiheit, die geht ihm abhanden, die geht verloren, weil er für sich selbst keine Verantwortung übernehmen kann. Das heißt, ja, es geht darum nachzudenken, also wie so etwas wie, also nochmal, die Religion nicht als Produzent von Sinn, sondern Religion als Produzent von Freiheit zu denken ist. Also, wie man den Exodus versteht. Ja, der Exodus ist ein 40-jähriger Prozess, weil es verdammt lange dauert, freie Subjekte hervorzubringen. Also nur mal schnell irgendwie aus Ägypten rauszulaufen, bringt überhaupt nichts. Ja. So lange ist man bleibt ein Knecht, nicht, wenn man da weggegangen ist, nicht, und denkt immer, wie schön war es an den Fleischtöpfen Ägyptens, ich will zurück und so. Ja. Das heißt, der Exodus ist dieser 40-jährige Trainingsprozess, ja, in dem durch öffentliche Prozesse, Artikulation, Erfahrung aller Art, freie Subjekte gemeinsam gemacht werden. Nicht. Über sowas, glaube ich, muss man nachdenken. Und wie gesagt, das ist nicht ein Problem, das denke ich, ist die Lehre von Böckenförde, das ist nicht ein Problem, dass man dem von außen dem Liberalismus irgendwie entgegenhalten kann, sondern es ist ein Problem, das er selbst produziert. Also nicht muss ich vielleicht nicht nochmal sagen, ja. Also ja. Er setzt Stützen voraus, die er der Naturwüchsigkeit der Evolution übergibt. Er produziert permanent Formen von Subjektivität, die diese Stützen eigentlich aushöhlen oder auflösen. Nämlich er produziert bloße Rechtssubjekte. Und dann ist die Frage, nicht, wie sind solche Prozesse, die Hegel Reformation nennt, die ich Exodus nennen würde, eigentlich zu denken? Doch, ja, Andreas. Vielleicht noch ein, zwei Fragen und dann.
Ja, mein Versuch ist nochmal, Liberalismus ohne Paradoxien zu denken. Okay. Und eine Möglichkeit wäre zunächst mal darauf hinzuweisen, zu sagen, ja, natürlich, Sie haben eine gewisse Engführung liberaler Politik vorgenommen, indem Sie eben die auf diese Konstituierung von Rechten und den entsprechenden Subjekten oder schon vorgängig den Rechten geben und über Rechte regieren. Das haben Sie sozusagen als liberal bezeichnet. Und jetzt kann man natürlich fragen, ja, sind andere Elemente eines liberalen Staates, auf die Sie ja hinweisen, dass es dies sowieso gibt, nicht auch Element einer liberalen Regierung, die eben nicht nur über Rechte, also dadurch, dass ich jemandem Rechte gebe, funktioniert. Ich denke zum Beispiel an Bildungspolitik, ganz wesentlicher Teil von Politik, in der auch natürlich Subjekte geformt werden. Und das verbindet sich dann mit der nächsten Frage. Also natürlich kann man sagen, das ist ein bisschen ein blinder Fleck liberaler Theorie, dass wir sozusagen zu wenig diese Kulturpolitik, die damit verbunden ist, oder wenn Sie jetzt wollen, Religionspolitik, die damit verbunden ist, dass es zu wenig gesehen wird. Aber das ist da, das ist ein Element eines liberalen Staates und das man einfach assumieren muss. Also das gehört sozusagen zum liberalen Staat dazu. Und das nächste Element wäre dann zu sagen, ja, wenn das so ist, wenn der Staat natürlich auch eine, ich sage das mal im weiten Sinne, Bildungsfunktion hat, eine Funktion auch der moralischen Bildung, darauf kommt es letztlich ja an, wenn Sie sagen, es geht um freie Subjekte, es geht darum, um Menschen, die ein Gewissen haben, wenn es darum geht, wenn ich sage, ja, das ist auch Teil des liberalen Staates, kann ich da nicht sagen, ja, und dann vielleicht ist die Krise gar nicht so groß, dass der liberale Staat, so wie er historisch entstanden ist, natürlich nicht naturwüchsig, sondern weil Menschen nachgedacht haben, gekämpft haben und so weiter, dass dieser liberale Staat auch die internen Kräfte hat, und das ist dann direkt gegen Buckenförde gerichtet eigentlich, auch die internen Kräfte hat, dass die Subjekte hervorzubringen oder halt sozusagen so zu formen in einem freien Staat, die dann auch wirklich moralische Subjekte sind, die auch diesen Staat weitertragen können. Also ich meine, das ist jetzt natürlich nur so, weil ich ja mich kurz fassen soll. Das war die kurze Fassung. So einige Elemente eines, wie man meiner Meinung nach den liberalen Staat denken kann, ohne dass ich sagen muss, da gibt es ein Dilemma oder so etwas, sondern vielleicht blinde Flecken, das würde ich zugestehen, aber nicht unbedingt ein Dilemma. Ja, Sie haben vollkommen recht. Die Prämisse, zumindest der Weise, in der ich das Argument hier durchgeführt habe, ist diese Engführung, die Engführung des Begriffs liberaler Politik oder liberaler Regierung an die Form der Rechte. Das ist die, ich glaube, Sie haben jetzt, nehmen wir mal an, Sie haben nicht widersprochen, was ich aus dieser Prämisse für Schlussfolgerung ziehe, Sie haben die Prämisse selber in Frage gestellt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja? Gibt es nicht liberales Regieren, das nicht in der Form der Rechte stattfindet? Ich finde das, glaube ich, schwer zu verstehen, was daran dann im spezifischen Sinne liberal sein soll. Also selbst, ich meine, erstmal muss ich klammern, auch diese Bereiche, die Sie genannt haben, werden in liberalen Verfassungen immer auf Grundrechte zurückgeführt. Bildungspolitik begründet sich im Recht auf Bildung. Anders können wir das gar nicht konzeptualisieren in einer liberalen Ordnung. Es gibt keine Pflicht zur Bildung. Davon kann eine liberale Verfassung gar nicht sprechen, den Begriff hat sie gar nicht. Es gibt auch kein Gut der Bildung, ja? Auch diesen Begriff oder die Idee der Bildung, sind alles Begriffe, die die liberale Verfassung gar nicht sprechen kann. Das passt nicht in die Sprache, auf die sie sich verpflichtet hat. Die Sprache, auf die sie sich verpflichtet hat, ist die Rede von Rechten, von Grundrechten, an dieser Stelle von Grundrechten. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, also ob nicht in der Durchführung, nicht dieser, der Umsetzung dieser Rechtsansprüche, ja, die liberale Verfassung uns zuspricht, zum Beispiel den Recht auf Teilnahme, das Recht auf Bildung und so weiter, sozusagen steuernde Interventionen stattfinden können, die diese in Anspruchnahme in eine bestimmte Richtung zu lenken versuchen. Ja. Wie man das machen soll, ohne dass es nach strenger liberaler Lehre Paternalismus heißt, weiß ich nicht genau. Also ich sehe nicht, wie man dieses Problem des oder eines
autoritativen oder paternalistischen Eingriffs in die Ausübung von Rechten, wie man dieses Problem umgehen will, um das Ziel zu erreichen, das Sie gerade genannt haben. Ich habe da nichts dagegen, ja, aber ich frage mich, wie man das liberal begründen will. Der andere Punkt, ich meine, aber das ist jetzt ein Nebenpunkt vielleicht, ist, dass man ja gleichzeitig sagen muss, gerade wenn man das Feld der Bildung denkt, dass wir gerade dort im Moment ja auch die komplette Erosion dieses Feldes durch seine Verrechtlichung beobachten können. Nicht, das ist ja, was gerade stattfindet, nicht, dass das gesamte Bildungssystem über individuelle Rechtsansprüche reguliert wird. Nicht, das heißt, wir sind nicht mehr Teilnehmer an institutionalisierten sozialen Praktiken, zum Beispiel der Praktik der gemeinsamen Forschung und Lehranosität, sondern wir sind Individuen mit Rechtsansprüchen an diesen institutionellen Zusammenhang. Wir Professoren schließen inzwischen, obwohl wir Teilnehmer dieser Institution sind, auch noch Verträge mit unseren Präsidien, als wären wir auf dem freien Markt. Das heißt, hier sieht man nicht, wie die Durchverrechtlichung von solchen Praktiken sie zerstört. Jetzt könnten Sie, ich meine, Ihre Option, die ist mir so irgendwie sympathisch, könnte man den Liberalismus nicht auf halbem Wege stoppen? Ja, muss man ihn bis zum Neoliberalismus durchführen, der nichts anderes ist als die Durchverrechtlichung und damit die Durchökonomisierung dieser Zusammenhänge? Muss man so weit gehen? Oder kann man nicht so mit ein bisschen autoritativem, paternalistischen System stehen bleiben? Ich sehe nicht, aus welchen Quellen sich das begründen kann. Entweder oder. Entweder bin ich Liberaler oder nicht. Vielleicht noch eine kurze Frage abschließend. Haben Sie eine Ahnung, warum dieser Vorwurf des Leninismus Sie trifft? Mir ist das, haben Sie irgendwie eine Idee? Naja. Ist das die Alternative dann quasi, die große Revolution oder die große Veränderung? Das kann es ja wohl nicht sein, so habe ich Sie heute Abend nicht verstanden. Ich weiß ja nicht, was die Leute sich unter Lenin vorstellen, aber es gibt ja eine Tradition, in der Lenin der rote Moses genannt wird. Das heißt, es ist das ist eine prominente Deutung der russischen Revolution, nicht, dass es die letzte und die konsequenteste Form des Exodus ist. Das heißt, die Führerfigur, die politische Führerposition, die es braucht, damit das Volk sich befreit. Das ist der Versuch, vielleicht ist es auch paradox, aber so etwas wie Autorität, ja, die Lenin hier als revolutionärer Führer hat, und Befreiung in einem systematischen Zusammenhang zu sehen. Mhm. Ja. Und in gewisser Weise, darauf hat der Kommilitone Hegris recht hingewiesen, ich wollte das umgehen als Problem, habe ich das natürlich im Programm. Ja? Das heißt, dass diese Politiken der Befreiung sind, da sie die freien Subjekte erst hervorbringen müssen, sind notwendigerweise angewiesen auf eine bestimmte Art der Autorität, also der Macht- oder Autoritätsausübung, die allein den Befreiungseffekt haben kann. Nicht? Selbstbefreiung im strikten Sinne ist eine Aporie und sie braucht, das muss ich Ihnen jetzt als Lacan-Kenner nicht sagen, sie braucht den Durchgang, nicht, durch die Autoritätsfigur. Ich weiß nicht, ob das damit gemeint war, aber dafür würde ich schon plädieren. Nun, für den langen Weg durch die 40 Jahre Wüste habe ich Ihnen hier einen Schnaps vom Kloster Andechs mitgebracht. Vielen Dank für die Diskussion und dass Sie heute Abend da waren. Kann man da unbedingt gebrauchen. Ja, genau.